Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Heute geht es ums Coaching. Coaching ist eine Sache, die Menschen weiterbringen soll. Und ich habe mir mal überlegt, dass ich mal rausfinden will, was überhaupt Coaching ist, und habe dann gemerkt bei meinen Recherchen, dass es da ganz viele verschiedene Ansätze gibt. Und drei dieser Ansätze, beziehungsweise drei Damen, habe ich eingeladen, deren berufliche Tätigkeit es ist, Menschen zu coachen. Da begrüße ich zum einen Tamara Dietl, herzlich willkommen. Vera Schrader, herzlich willkommen. Und ich begrüße Gabriela Odides, herzlich willkommen. Frau Dietl, ich fange mal mit Ihnen an. Erklären Sie mal jemanden, der also wirklich überhaupt keine Ahnung hat und zu Ihnen kommt und gesagt bekommt, also bei der Frau Dietl, da kannst du gecoacht werden. Der sitzt Ihnen jetzt gegenüber und sagt, was mache ich hier eigentlich bei Ihnen? Also diese Situation in der Form gibt es real nicht, weil bis jemand kommt, braucht es eine Vorgeschichte, dass jemand überhaupt ins Coaching kommt. Und das ist meistens der sogenannte, in der Fachsprache, Coaching-Anlass. Das heißt, es gibt eine Schwierigkeit, es gibt ein Problem, es gibt Verbesserungswünsche, und die führen dazu, dass jemand sagt, ich komme alleine nicht mehr weiter, ich brauche jemanden, der mich bei dieser Problembewältigung unterstützt. So, und ganz abstrakt. Ja, genau. Und haben Sie jetzt einen bestimmten Ansatz beim Coaching? Ja, also vielleicht eine Vorbemerkung dazu. Ich weiß nicht, wie das meinen Kolleginnen hier geht. Der Coaching ist ein Begriff, der in den letzten Jahren extrem verwässert worden ist. Also mittlerweile würde ich sagen, gibt es Coaching für alles und für jeden. Das ist ein Begriff, der nicht geschützt ist. Insofern bin ich mittlerweile gar nicht mehr so glücklich, mich Coach zu nennen, wenn ich das mal so direkt sagen darf. Ich bin dazu übergegangen zu sagen, ich berate, weil wir auch in den Verbänden im Moment eine Auseinandersetzung darum haben, dass man eben diesen Coaching-Begriff als Profession wieder versucht einzugrenzen. Ich sage mal, dass nicht jeder daherlaufen kann und sagen kann, ich bin ein Coach, weil, also ich beispielsweise habe eine lange Ausbildung gemacht. Sind das Manager, die Sie coachen? Oder? In meinem Fall sind es, ja, ich habe verschiedene Coaching-Ausbildungen. Ich habe angefangen mit dem klassischen Business-Coaching, das sind Manager, hauptsächlich Führungskräfte, und habe dann erweitert auf den sogenannten Sinn- und Werte-Coach. Das ist eine Coaching-Praxis nach der Sinntheorie von Viktor Frankl, und habe dazu in dem Rahmen dann noch eine Krisen-Coaching-Ausbildung gemacht. Bei Ihnen, Frau Schrahl, ist es so, dass sozusagen das Ziel schon mit im Programm steht, also Glückscoach. Da hat man natürlich das Gefühl, das ist eine schicke Geschichte. Also Glück zu holen ist prima. Wie machen Sie das? Ja, also ich beschäftige mich jetzt doch schon seit Jahrzehnten, kann ich sagen, mit Glück. Wie Frau Dietl, wirklich wissenschaftlich. Also ich habe Philosophie studiert, promoviert in Philosophie und habe mich immer schon mit den Rahmenbedingungen beschäftigt. Wie kann der Mensch glücklich oder glücklich Herr werden? Und sehr viel gelesen und habe dann erste Glückskonzepte entwickelt, die ich dann glücklicherweise in der Praxis erproben konnte, auch an der Universität mit meinen Studenten, danach in Coaching-Praxis, und habe sie dann ausgebaut zu dem, was ich Glückscoaching nenne, das ich dann auch markenrechtlich habe schützen lassen, schon 2003, als also in Deutschland sehr wenig, also eigentlich niemand das gemacht hat. Und ja, und mache jetzt seit dieser Zeit in meiner Praxis Coaching. Das Glückscoaching, das Ziel tatsächlich ist, glücklicher zu leben. Die Frage ist nur, wie kann man das erreichen? Und da gibt es natürlich in der Glücksliteratur, in der Masse dieser Glücksliteratur, sehr viele Ansätze, die sich zwar sehr gut verkaufen, weil sie sich einfach anhören, aber die dann doch den Erwartungen stark hinterherhängen können. Haben Sie dieses Wort Glück für sich mal definiert, dass sozusagen der zu Ihnen kommt, auch das Gleiche erwartet vom Glück wie Sie? Ja, also das hat sich natürlich, dieser Begriff hat sich für mich immer mehr differenziert und ausgebildet, aber es gibt einige Aspekte, die beim Glück für mich wichtig sind und die ich natürlich versuche, meinen Klienten auch
rüberzubringen. Mhm. Glück ist für jeden etwas anderes. Das ist ganz wichtig. Also das Glücksprofil eines Menschen kann man vergleichen mit einem Fingerabdruck. Jeder Mensch braucht andere Bedingungen, um glücklich zu sein. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass es tatsächlich sehr individuell ist, gibt es trotzdem einige Aspekte, die bei glücklichen Menschen, wenn man sich das mal anschaut, tatsächlich einfach vorkommen. Und die versuche ich zu verstärken, natürlich durch mein Coaching. Könntest du so zwei, drei Begriffe nennen? Die ja, gerne. Mhm. Das wäre vor allem Akzeptanz, also die Akzeptanz der Wirklichkeit, wie sie ist. Damit meine ich die Wirklichkeit außen, aber auch die innere. Das heißt, ich sehe es sehr kritisch, wenn jetzt ein Coach versucht oder ein Mensch versucht, nur die positiven Gedanken oder positive Gefühle an sich wahrzunehmen und die anderen zu verdrängen oder sich zu verbieten. Das hat zur Folge, dass man unmenschlich hohe Ansprüche an sich stellt, die nicht zu erreichen sind. Das macht unglücklich. Und genau, Schuldgefühle, Minderwertigkeitskomplex, dass man nicht sagt, alle sind glücklich oder tun nur so, aber man denkt ja immer, das, was die anderen tun, wäre so, wie es scheint. Ja. Warum kann ich das nicht und so weiter. Also ich wollte jetzt einmal zur Frau Odiles gehen, und weil wir da ja den dritten Ansatz haben. Sie kommen so aus der Schauspielerei, und für Sie ist Kommunikation, und bei Ihnen steht eben auch Schauspiel und auch Persönlichkeitsentwicklung dabei. Erzählen Sie Ihren Ansatz des Coachings. Was erlebt jemand, der zu Ihnen kommt? Also ich glaube, dass unser aller Ansatz, das im Grunde auf den gleichen Ursprung zurückgeht, nämlich auf die menschliche Seele. Und als Schauspieler, was machen wir als Schauspieler? Wir versuchen, eine Psyche, eine Seele wahrzunehmen, zu verstehen, wenn man eine Rolle annimmt oder eine Rolle versucht, sich einzuverleiben, ja, muss man sie erstmal verstehen, wahrnehmen und dann durch sich durchlassen. Das ist sozusagen dann der dritte schauspielerische Teil. Aber der erste Teil, eben jemanden zu sehen und den zweiten Schritt zu gehen, ihn zu verstehen, das ist, glaube ich, der Ansatz, der uns allen dreien innehat. Und das ist auch meine Basis. Also den Menschen wahrzunehmen, den Menschen zu fühlen und zu verstehen. Das kann man jetzt nicht einfach so mal eben machen. Wie Frau Dietl sagt, es kann wirklich nicht jeder, sondern es bedarf auch nicht nur einer guten Intuition, um mit Menschen arbeiten zu können und dem Gefühl, oh, ich habe alle Menschen lieb und gerne, sondern wir brauchen auch Techniken. Und ich habe diese Techniken mir angeeignet während meines Drehs, weil ich seit meinem 18. Lebensjahr als Schauspielerin aktiv vor der Kamera bin und mit den Filmjobs, die ich sozusagen, wo ich das Glück hatte, die zu bekommen, habe ich mir immer meine Ausbildungen finanziert. Ausbildungen, das sind zum Beispiel, wie ich habe 2 Jahre Psychologie wirklich studiert. Ja, aber jetzt nochmal zu Ihren Klienten, also wenn da einer kommt, ja, wissen Sie dann immer gleich, was der will und wo er hin möchte? Oder muss man? Das wäre ganz fatal, wenn ich das wüsste, weil dann wäre es mein eigener Kopf, der mich dann leitet. Wenn ein Klient kommt, da gebe ich den beiden Kolleginnen recht, ist es tatsächlich so, dass die schon einen Ansatz, einen Grund haben, dass entweder irgendwas im Leben nicht funktioniert oder nicht so perfekt funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Oder in meinem Fall zum Beispiel auch ganz häufig, dass die Leute erstmal über das Äußere zu mir kommen, dass sie besser präsentieren wollen, dass sie sich besser darstellen möchten. Und dann merkt man, dass diese Möglichkeit, sich zu präsentieren, ja doch sehr viel mit der eigenen Seele zu tun hat. Man muss kein psychisch Kranker sein, um zu einem Coach zu gehen. Sondern darf ich Sie ganz kurz unterbrechen, Frau Kollegin, damit das ganz klar ist. Wir arbeiten mit gesunden Menschen. So ist es. Ganz deutlich. Also entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Nein, aber sehr gerne. Das ist ein großes Missverständnis. Also genau. Wir sind in der Krisencoaching-Ausbildung an diese Grenzen gegangen, weil Sie sagen, da muss keiner Psychiater. Also ich möchte das nur klarstellen, wir arbeiten mit gesunden Menschen. Wir sind nicht Therapeuten. Richtig, weil die psychisch kranken Menschen in Anführungsstriche oder die eben wirklich ein medizinisches, sage ich mal, Leiden haben, das ist nicht in unserem Klientenbereich.
Also dafür gibt es Fachärzte und Psychologen, die sich, die da einfach bessere Werkzeuge Frau haben. Frau Dietl, wenn jemand zu Ihnen kommt und sich ja coachen lassen will, einfach, ich greife das mal auf, einfach einen besseren Auftritt haben möchte. Das coache ich nicht. Das coachen Sie nicht. Nein, das coache ich nicht, das coacht die Kollegin. Und ich bin auch der Meinung, dass, also ich arbeite sowieso nur von innen nach außen. Das heißt, ich würde nicht von, also ich gehe nicht auf äußere Techniken. Also jetzt Stimme oder Haltung oder Augenaufschlag oder Beine rüber links oder gerade sitzen oder so. Ja, das also, ist ja interessant, dass wir das auseinander dividieren. Nein, das dividieren wir nicht. Das ist genauso, ich arbeite genauso. Immer von innen nach außen. Ja. Bei mir lernt keiner, wie er die Hand zu halten hat, wie er zu gucken hat. Mimik und Gestik, das kommt durch ein Inneres und nicht durch ein Äußeres. Also insofern sind wir auch da wieder, glaube ich. Auf einer Wellenlänge. Wie ist es beim Glückscoach? Ja, bei mir geht es darum, ich mache es daran fest, ob jemand mehr wieder das Strahlen in den Augen bekommt nach meinem Coaching. Und es geht mir um die Übereinstimmung, die ich versuche zu finden zwischen den Gedanken und den Gefühlen, dem, was man möchte und was man transportiert. Und vor allem um Lebendigkeit und Empathie. Empathie zunächst einmal mit sich selbst, denn man kann eigentlich anderen gegenüber nur empfindsam sein, wenn man mit sich selbst auch so umgeht. Und ja, das versuche ich. Was Sie gesagt haben, dass Sie eben nicht mit Kranken arbeiten, ja? Das kann ja aber auch etwas sein, was Sie feststellen, ja, während Sie mit jemandem, ja, arbeiten. Dass völlig er eine richtig. Ja, dass er das, ja, völlig richtig. Ich hab ein gutes Netzwerk. Mhm. Also ich arbeite zusammen mit Psychotherapeuten, mit Psychiatern und Neurologen. Und ich habe eine Zusatzausbildung gemacht in Psychodiagnostik. Das, finde ich, ist die Basic für einen Coach. Also ich kenne mich sozusagen in ICD-10. Also ich weiß sozusagen, es gibt bestimmte psychische Krankheiten. Und wenn ich das und da muss ich sagen, hat es auch was mit Intuition zu tun. Mhm. Gibt natürlich Fragekataloge, aber das ist also bei der Diagnostik von psychischen Krankheiten ist es sehr problematisch, weil natürlich ich immer nur durch Fragen an den Betreffenden was diagnostizieren kann. Und ich halte mich da sehr zurück, weil das ist nicht mein Job. Die Ausbildung habe ich in dem Sinne nicht, ja, wie ein Therapeut. Und was wollen die Leute dann? Nennen Sie mal so zwei, drei Sachen, welchen sie zu Ihnen kommen und wo sie sich verbessern wollen. Also was die Leute wollen, also meine Manager oder meine Geschäftsführer, Vorstände, die wollen irgendwie, dass sie ihren Job so machen, dass sie das, was an Ressourcen bei ihren Mitarbeitern da ist, in Ergebnisse und Nutzen verwandeln für ihr Unternehmen. Das heißt, da bin ich jetzt wieder bei Kommunikation. Also ich würde sagen, Führung und Management betrachtet als Beruf. Also wenn das jetzt, ich sag mal, eine Pappenfirma, die ich mal beraten habe, oder Kommunikationsagentur, das sind fachliche Unterschiede. Aber die Frage, wie führe ich richtig? Wie mache ich das, wenn ich morgens in die Firma komme und mit meinen Mitarbeitern umgehen muss? Das ist aus meiner Sicht mittlerweile auch eine Art Beruf und das kann man lernen und dafür kann man sich öffnen, wenn man das will, als Führungskraft. Ja, wenn ich dazu kurz was sagen dürfte, es wird ja durch Untersuchungen immer klarer, dass eigentlich glückliche Menschen auch die besseren Manager sind. Mhm. Letztendlich, vor allem langfristig gesehen, wenn man das glücklich jetzt mal nicht oberflächlich nimmt. Ja. Das heißt glücklich im Sinne von authentisch glücklich, im Sinne bei sich sein, seine Vorteile zu kennen, seine Nachteile, seine positiven, negativen Gefühle, damit umgehen zu können. Das ist ja auch ganz wichtig, um ein Unternehmen zu führen. Letztendlich, ich glaube, dass. Also, ich bin da mit dem Glück ein bisschen vorsichtiger, weil ich der Meinung bin, der glückliche Mensch, das ist, den gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt sozusagen Glück als einen Zustand, der eine Folge ist von etwas. Also, das Glück an sich ist kein Selbstzweck, das Glück an sich ist kein Ziel, sondern wenn ich jetzt mal mit Frankl gesprochen, ein gelingendes, sinnvolles Leben führe, dann kann es mir passieren, im besten Falle, dass ich dann auch Momente des Glücks empfinde. Aber ich bin deswegen so etwas zögerlich mit diesem Glücksbegriff, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der es sozusagen nur noch darum geht, glücklich zu sein. Und das ist ein ganz großes Missverständnis. Aus meiner Sicht geht es darum, authentisch zu sein, sicherlich auch, ein sinnvolles Leben zu führen. Das heißt, das, was ich tue, mich motiviert der Sinn und nicht das vermeintliche Glück, denn das würde bedeuten, dass ich, das haben Sie am Anfang schon ganz schön gesagt, dass ich die Teile des Lebens, die nicht glücklich sind oder nicht schön oder nicht angenehm, dass ich die ausgrenze
Grenze. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gemeint ist, weil ich, also das, was ich so in Ihrem Buch gelesen habe, ist eben, dass man diese negativen Erfahrungen auch unbedingt braucht, um dann dieses ja. Glück erleben zu können. Nicht? Ja, genau. Also der Titel, Warum Glück allein nicht glücklich macht, sagt ja schon viel von meinem Buch. Es geht genau darum, dass man diese einseitige Orientierung auf positives Denken, auf ein positives Leben, ich bin 24 Stunden glücklich, das durch dieses positive Denken aus Amerika überschwappt, was nicht zu verwechseln ist mit der positiven Psychologie, die aus Amerika kommt, die natürlich diese Aspekte auch verstärkt, aber in Grenzen und immer rückkoppelt auf die eigenen Ressourcen und die eigene Persönlichkeit, Temperament, das eigene Empfinden. Und wenn man bedenkt, dass jetzt diese Seiten zum Leben gehören, ich habe mal einen Begriff gelesen, den ich sehr liebe, Glück ist ein atmendes Glück. Und es bewegt sich zwischen diesen zwei Polen, Glück und Unglück, Anspannung, Entspannung, Licht und Schatten, Freud und Leid. Oder das alles gehört dazu. Insofern ist mein Glücksbegriff auch ein neuer und ein komplexer. Und ich glaube, da trifft sich das schon. Und ich habe auch einiges von Frankl gelesen. Und ein Lebenssinn, ein Glück ohne Lebenssinn ist nicht vorstellbar. Das gehört zusammen. Aber dieser Lebenssinn muss in einem selbst gefunden werden, den man dann nach außen transportiert. Er muss einem entsprechen. Und das ist auch wieder dieses Zusammenkommen von den Gefühlen und den Gedanken, dem, was man möchte und was man erreichen kann. Ich versuche mir vorzustellen, die Schauspielerei, die bei Ihnen ja auch eine Rolle spielt, bei dem mit Ihren Klienten arbeiten. Mhm. Ich sage jetzt mal ganz platt, stehen die dann auf und schreien dann auch erstmal was raus? Natürlich, wir schreien und brüllen. Ich habe auch so sichtsichere Wände bei mir in meinem schon, Seminarraum. Also, machen wir jetzt Spaß? Oder Wir machen Spaß, okay. Nein, bei mir geht es auch durch die, also ich arbeite sehr viel mit psychologischen Techniken und mit Schauspieltechniken. Das sind zum Beispiel wie das Method Acting. Darin lernen wir, eine Emotion abzuspeichern und die jederzeit wieder abrufbar zu machen. Das ist eine knallharte Schauspieltechnik von Lee Strasberg entwickelt, eben das heißt Method Acting. Also wenn ich trauere und dann stelle ich mir irgendeine schlimme Szene in meinem Leben vor und die rufe ich dann ab. Ganz genau, und die verankern wir. Die können Sie verankern auf eine bestimmte Technik. Das heißt aber, Sie sagen jetzt was Trauriges, aber genauso können Sie eben ein positives Gefühl, ein Glücksgefühl oder ein Gefühl, wo Sie wirklich in Ihrer Kraft waren, wo Sie selbstsicher und in Ihrer Mitte waren, abspeichern. Und das ist zum Beispiel meine Arbeit. Ich coache auch Firmen und auch vorwiegend Führungskräfte, aber nicht wie Frau Dietl, und das ist jetzt der Unterschied, den Sie so gerne bei uns auch rausgearbeitet hätten. Ich coache die nicht, wie sie technisch, sage ich mal, besser ihre Firma führen, sondern wie sie mit dem Stress, mit den riesigen Anforderungen besser klarkommen. Ich habe Leute bei mir, die nachts nicht mehr schlafen können vor lauter Stress und Überforderung. Die haben Sie auch, Frau Dietl. Die kurz vorm Burnout sind und sowas. Oder ich habe aber auch ganz normale Leute bei mir in den Einzelcoachings sitzen. Was weiß ich, Frauen, die Jahre jetzt nicht gearbeitet haben, für die Familie da waren und sagen, ich fühle mich aber jetzt nicht mehr wohl da. Ich möchte jetzt ein Ziel haben. Und wo ist mein Ziel? Und dass wir da mit Visualisierungstechniken und Meditationen und Entspannungsübungen und auch mit Fragetechniken, ich komme auch, Business Coaching kenne ich auch, habe ich auch gelernt, dass wir da mit Fragetechniken und Meditation und Visualisierung an den inneren Kern kommen. Und das ist, glaube ich, aber die Arbeit, die uns auch wieder alle verbindet. Na, also da bin ich ein bisschen demütiger. Also an den inneren Kern, weiß ich nicht, aber ich bei meinen Klienten dieses Ziel zu erreichen. Welches Ziel? Das muss ich definieren. Ja, das ist das Entscheidende. Das wäre meine Frage. Ich muss vorher definieren, was wie kommen Sie dahin? Im besten Sinne, was soll am Ende dabei rauskommen? Wobei ich ja da sehr sozusagen aus der Systemtheorie komme, dass ich überzeugt bin, wenn jemand überhaupt bei mir sitzt, hat er ein Gefühl,
eine Intuition, ein, auch vielleicht auch schon Gedanken darüber, dass irgendetwas nicht stimmt. Die Tatsache, dass irgendetwas nicht stimmt, setzt aber voraus, dass ich etwas habe, an dem ich das messe. Sonst würde ich ja das gar nicht empfinden. Das heißt, ich muss irgendein Grad haben, wo ich sage, aha, da weiche ich von irgendetwas ab. Und dieses ist meistens dann schon die Lösung, die dann meinem Gegenüber nicht unbedingt bewusst ist. Aber die Tatsache, dass er überhaupt da ist, weil er sagt, da stimmt was nicht. Schlafstörungen, Angstzustände, Überforderung. Und da, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich an den Kern komme, aber ich versuche schon dann mit bestimmten Techniken, und es gibt sozusagen auch Stressbewältigungstechniken, zu erarbeiten, wie gehe ich mit den Situationen besser um. Aber ans Ziel muss dann jeder selber kommen. Ja. Ja. Ich bin prozessverantwortlich als Coach. Ich bin nicht ergebnisverantwortlich. Das wäre Wahnsinn. Also wenn ich sozusagen den Garantieschein in der Tasche hätte und garantieren könnte, dass wir ans Ziel kommen, da könnte ich, also wahlweise mich aufhängen oder gleichzeitig brauche ich gar nicht mehr arbeiten, weil den Garantieschein, den würde ich vervielfältigen und dann hätte ich ein schönes Leben. Ja, ja. Ja, ich wollte nur noch kurz was ergänzen zu dem, woran misst jemand, was nicht in Ordnung ist und ob etwas nicht in Ordnung ist. Also ich habe Klienten, die kommen mit einem konkreten Problem, Konflikten, und auch andere, die nur das vage Gefühl haben, mir fehlt etwas zum Glück. Und dann ist immer die Frage, woran orientiert derjenige, dass er das glaubt? Erstens mal natürlich das Problem zu glauben, man müsste immer glücklich sein, wobei das ja schon dem Naturgesetz widerspricht, der Vergänglichkeit. Man kann momentelang glücklich sein, wenn man gewisse Bedingungen versucht zu erfüllen, aber die werden vorbeigehen. Und der größte Glückskiller, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ist Perfektionismus. Wenn ich mich an einem perfekten Ideal, einem Image orientiere und versuche, das zu erreichen, werde ich nicht glücklich werden können, nicht sein können, weil ich die Latte einfach zu hoch setze. Genau. Also die Frage ist auch immer, welche Ziele setze ich mich, wo kommen die her? Und ich muss mich auch selbst dann als Korrelat nehmen, schauen, welche Möglichkeiten habe ich, aber auch welche Grenzen. Nicht jeder kann das Gleiche oder will oder sollte das Gleiche leisten tun. Jeder muss in sich vielleicht, fühlen. Vielleicht ist das ein ganz guter Ansatz, nochmal deutlich zu machen, also jedenfalls für mich zu sprechen, dass es nicht um eine Form der Selbstoptimierung geht. Ja. Also es ist nicht, also so verstehe ich auch meine Profession nicht. Es geht nicht um, ich nenne das immer das Chaka-Chaka-Coaching. Das ist was anderes. Also es geht mir nicht darum, dass ich wehre mich gegen diesen Perfektionsdrang, den unsere Gesellschaft im Moment ja auch extrem lebt. Ja, durch retuschierte Wirklichkeiten in den Medien. Ja, wo ich ganz viele Jahre ganz intensiv gearbeitet habe, mittlerweile einen sehr kritischen Blick drauf habe. Das heißt, wir haben durch diese digitalisierte Welt, in der es gibt jetzt gerade diese schönen Geschichten über dieses Ich, diese Selfie-Mania, muss man ja schon fast sagen. Das heißt, es geht in meinem Beruf nicht darum, Menschen darin zu unterstützen, sich permanent zu perfektionieren oder selbst zu optimieren. Im Gegenteil. Ui, verschlechtern möchte ich mich aber auch nicht. Nein, was heißt verschlechtern? Die Frage ist, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, was ist das, was ich für ein gelingendes, sinnvolles Leben brauche? Was ist der Sinn des Lebens? Nicht der allgemeine Sinn, den gibt es nicht. Der allgemeine Sinn des Lebens ist das Leben. Sondern es gibt ja die einen, die sagen, also das ist ja auch immer die Frage, wie alt ist derjenige, der zu Ihnen kommt. Sehr entscheidend. Nehmen wir jetzt mal die zwischen 50 und 60-Jährigen. Da habe ich so das Gefühl, es gibt die einen, die sagen, oh, das erhalte ich mir jetzt, was ich da habe. Ja? Und die anderen, die sagen, na, da muss doch noch was kommen danach. Also es gibt viele Theorien über die sogenannten Lebensphasen. Da will ich jetzt nicht einsteigen, aber meine erste Frage, schon meistens am Telefon, ist, wie alt sind Sie? Ja, denke ich mir. Und es gibt verschiedene Bedürfnispyramiden, also sagen die über die ich sozusagen mittlerweile sehr kritisch denke, aber es gibt verschiedene Theorien, was braucht der Mensch zu welchem Zeitpunkt seines Lebens, um, nehmen wir nochmal Ihren Begriff, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, gelingendes Leben zu haben. Können Sie das gerade mal den Gedanken anhalten, ja, weil wir müssen in die Werbung. Ich habe ja Techniken drauf, das schaffe ich. Das ist super. Und wenn wir wiederkommen, werden wir genau an diesem Gedanken wieder ansetzen. Ja.
Ja, liebe Zuschauer, wir unterhalten uns über das Coaching und Frau Dietl hatte da gerade einen Gedanken und das Ganze ist ja, das ganze Thema dreht sich ja um die Frage, das Leben ist eine Baustelle und da wollten Sie uns noch etwas berichten. Das Leben ist sicherlich eine Baustelle. Ich glaube, wir erliegen manchmal der Illusion, dass wir denken, das ist sozusagen, wenn es dann gerade schön ist oder glücklich ist, dass es dann immer so weitergeht. In Wahrheit ist das die einzige Konstante in unserem Leben, der Wandel und die Veränderung. Und um auf die Frage von vorhin zurückzukommen, wenn ich sage, ich habe das Ziel im Leben, glücklich zu sein oder erfolgreich zu sein oder mein Häuschen, meine Familie und das, dann ist das natürlich irgendwann erreicht. Und dann gibt es Menschen, die sagen so, das ist es jetzt. Das will ich erhalten. Das brauche ich und das will ich erhalten. Wenn aber Menschen, so wie ich zum Beispiel, der Meinung sind, das Leben ist ein lebenslanger Prozess des Lernens, des Reifens, des Wachsen, ich sage mittlerweile des Erwachsenwerdens, dann ist die Pubertät sozusagen nie wirklich ganz abgeschlossen. Und dann ist das ein Prozess, der im Guten, wenn es gelingt, irgendwann zu einer größeren Ruhe, zu einer größeren Gelassenheit, zu einer größeren Zufriedenheit führt. Lebendigkeit. Bitte? Zu mehr Lebendigkeit vielleicht auch führt? Ja, im Sinne von Lebendigkeit. Ja, im Sinne von das Leben spüren. Genau. Ich hatte vorhin schon so ein bisschen über Krise gesprochen. Also, und dann hatten Sie gesagt, man kann natürlich sich auch sozusagen die glücklichen Momente im Leben merken und sie dann abrufen. Das ist so ein bisschen das, was Sie eben auch trainieren. Aber ich wollte jetzt noch einmal auf eine Krise eingehen, in der Sie sich ja auch im Moment befinden. Und wenn ich Sie als, ich nehme Sie nicht als solche wahr. Ja, und das ist ungeheuer erstaunlich, denn ich meine, also jetzt gerade bei der Bambi-Verleihung war Ihr Mann, der Helmut Dietl, ist da vor die Kamera getreten und hat nochmal von seiner Krankheit, die hat sie thematisiert. Und das ist ja jetzt sozusagen, können Sie mit dem, was Sie gelernt haben, mit dem, was Sie mit anderen Leuten vollzogen haben sozusagen, stärkt Sie das selber jetzt mit einem Mann zu leben, der die Prognose gekriegt hat, Krebs, Lungenkrebs zu haben und es wahrscheinlich gar nicht heilbar ist? Also natürlich ist das Gute an meinem Beruf, dass ich dauernd im Training bin. Also dadurch, dass ich, also für mich, aber auch mit meinen Klienten und ich mache auch das Krisencoaching. Ich habe die Ausbildung angefangen, lange bevor die Diagnose kam. Ich habe Frauen und Männer begleitet mit Diagnosen. Aber die Frage, und das ist ganz wichtig, damit Sie das verstehen, ich werde jetzt dauernd angesprochen, woher ich meine Gelassenheit nehme. Die Frage ist, was ist Krise? Und wir definieren Krise, ich mache das ganz kurz, gehe jetzt nicht auf Krisentheorien ein, aber wir definieren Krise als einen Zustand, einen Prozess der Veränderung, wo die Bewältigungsstrategien, die ich gewohnt war, die ich kenne, wo die nicht mehr greifen. Das heißt, wo ich auf Ressourcen möglicherweise zurückgreifen muss, die ich von mir noch nicht kenne oder die ich erlernen muss. Und insofern empfinde ich das nicht als Krise, weil ich Ressourcen habe in mir, Kräfte in mir, die mir erlauben, damit bewältigend umzugehen. Und ich gehe auch für mein Leben davon aus, dass die Unsicherheit eigentlich der Normalzustand ist. Ich habe eben keine Garantie dafür, dass es gut ist. Mein Mann hat er sich ausgerechnet eine Million Zigaretten geraucht. Da ist das Risiko höher, dass er Krebs erkrankt. Das stimmt. Aber ich hätte auch mit einem Nichtraucher, der möglicherweise nicht jetzt 70 ist, sondern genauso alt wie ich ist, 50 oder möglicherweise gibt es ja jetzt auch den Trend, noch einen jüngeren Mann, auch mit dem hätte es mir passieren können, dass er schwer erkrankt. Kann man mit Glückscoaching solche extremen Situationen, wie die Frau Dietl sie jetzt erlebt, weiterkommen? Ist das etwas, wo man da auch einen Ansatz finden könnte, um besser durch den Alltag zu kommen? Ja, also Sie sehen am Titel schon, warum Glück allein nicht glücklich macht. Ich muss auch in diesem Punkt ihr vollkommen recht geben. Also das, was sie jetzt erlebt, ist traurig und Schmerz und das muss man empfinden dürfen und sich nicht davor scheuen, das so zu empfinden, wie es ist. Aber andererseits ist es auch eine
Möglichkeit, sich zu entwickeln. Also ich sehe das Leben auch so wie Sie, dass ich sage, wir entwickeln uns. Der Sinn des Lebens ist, sich zu entwickeln, zu wachsen. Und nur so entsteht auch authentisches Glück, indem ich mich entwickle, indem ich neue Eindrücke, neue Erlebnisse hereinlasse in mein Leben, indem ich mich abschotte und versuche, nur Positives, nur das, was ich eigentlich wahrnehmen möchte, wahrzunehmen, verunmögliche ich mir diese Positiv-Krisensituation sozusagen, dass ich sage, ich kann jetzt was dazulernen. Ich aktiviere Ressourcen in mir, die damit umgehen können. Und danach, Entschuldigung, bin ich nicht mehr derselbe. Ich empfinde intensiver. Es gibt dieses Gesetz der Gefühle, dass wenn man versucht, gewisse Gefühle zu unterdrücken, die umso stärker sich entwickeln. Also jetzt das Gefühl der Beunruhigung oder Trauer, dass gewisse Dinge vorbei sind, oder wenn man das zulässt und sich die Zeit nimmt und auch sich die Chance lässt, das fühlen zu dürfen, kann man nachher umso mehr und besser mit Herausforderungen und Krisen umgehen. Richtig, das? Ja, ich wollte es noch, also ich ganz deutlich noch mal sagen, ich bekomme jetzt so viel Mitleid. Ich sage mal, ich möchte kein Mitleid, weil ich leide nicht. Ich möchte Mitgefühl. Und das ist ein zentraler Unterschied. Das heißt, Schmerz oder Trauer ist ein reales Gefühl. Und das kann ich zulassen. Und es geht dann auch mal wieder. Und dann kommt es wieder und dann geht es wieder. In dem Moment, wo ich anfange zu leiden, ich sage mal, Leiden ist optional. Also Leiden ist eine Option. Ich leide nicht. Das klingt für viele, die sagen, Gott, bist du hart und cool und kühl und so. Das stimmt nicht. Im Gegenteil. Aber wie können Sie das steuern, dass das nicht kommt? Das ist eine Haltungsfrage. Das indem ist, man es annimmt. Indem ich sage, ich bin traurig. Genau. Aber ich leide nicht an der Traurigkeit. Ja, wenn ich dazu kurz was sagen darf. Ich möchte noch eine ganz kurze Ergänzung. Ja. Viktor Frankl, der sagt, wir sind natürlich nicht frei von Bedingungen. Also der Mensch ist nicht, die Freiheit des Menschen ist nicht etwas da, von etwas. Psychisch, Krankheit, was auch immer, Umwelt, Beruf, was auch immer. Aber ich bin frei, und das ist die eigentliche, wahre Dimension der Freiheit des Menschen, mich zu diesen Bedingungen, die da sind, krebskranker Mann jetzt, ja, 11-jährige Tochter dazu. Ich bin aber frei, mich zu diesen Bedingungen zu stellen. Und diese Freiheit, wenn man die einmal für sich erfahren hat, dann ist das auch etwas Befreiendes. Und macht einen sehr stark. Also ich meine, ich selber empfinde das, das ist interessant, ich empfinde das nicht als besondere Stärke, ich empfinde es als das Leben. Ja. Und das ist zum Beispiel das Coaching, wo wir, glaube ich, alle ansetzen, dass wir die Menschen darin unterstützen, diese Sachen, diese Wege ihre innere Stärke erstmal zu entdecken und damit gestützt, diesen Weg dann auch zu gehen, eben nicht in die Trauer nur zu gehen, sondern die Trauer anzunehmen und dann zu schauen, warum ist das in meinem Leben, warum kommt das, weil ich bin der Überzeugung, dass alles, was im Leben passiert, einen Sinn hat, nämlich den Sinn, dass wir wachsen, dass wir uns entwickeln. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können einmal uns dagegen stemmen und sagen, ich will das nicht, warum passiert mir das? Wir können aber uns auch öffnen und sagen, warum passiert mir das? Wie kann ich damit umgehen? Und diese Ressourcen in unseren Klienten wachzurufen und mit ihnen gemeinsam mal zu schauen. Und ich kann als Coach nicht sehen, was für ihn richtig ist oder nicht. Darum Ihre Anfangsfrage, wissen Sie genau, was Ihr Klient braucht? Nein, das kann ich nicht wissen, weil ich spüre das erst im Zusammensein mit ihm, durch das, was der Klient mir sagt. Und ich in meinen Coaching-Sitzungen, aber das werdet ihr wahrscheinlich genauso machen, sage nicht, was zu tun ist, sondern ich stelle Fragen und bringe damit oder versuche damit, die Menschen mehr zu sich zu bringen und mehr in ihre Kraft zu bringen. Ob das gelingt oder nicht, muss jeder Klient selber entscheiden, aber das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir als Coaches haben. Frau Liedl, ich muss Sie noch einmal fragen. Sie dürfen mich noch einmal fragen. Ich möchte Sie. Wir finden da noch die richtige Formulierung. Aber wie erlebt denn Ihr Mann das? Also weil wenn ich manchmal so Kopfschmerzen habe oder so und meine Frau dann auch irgendwie so weitermacht, so normal, ja, dann denke ich mir, Mensch, so ein bisschen Affection wäre schon nicht schlecht. So, ja. Aber hat Ihr Mann das akzeptiert? Das muss er ja irgendwie. Ja, das hat er nicht nur akzeptiert. Er sagt jedenfalls, dass ihm das auch eine große Kraft
gibt. Mhm. Mir ist eben noch eingefallen, weil, auch was die beiden Kolleginnen gesagt haben, ich glaube, diese Sache mit der Haltung zum Leben. Für mich war eigentlich immer klar, ich möchte nicht Opfer sein. Das ist, glaube ich, so eine ein Grundgefühl. Also wenn Sie mich fragen, wo kommt die Kraft her, die ich, wie gesagt, als solche jetzt gar nicht so empfinde, aber ich weiß, dass sie so wirkt. Und ich will das einfach nicht. Ich will nicht jammern. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen unanständig, wenn ich jetzt anfange zu jammern. Mir geht es trotz der Umstände immer noch sehr gut. Ich lebe in einem Land, das ist eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben ein medizinisches, Sozialversicherungs-, ein Versorgungssystem um uns herum. Wir, so, also mein Mann und ich, wir können uns viel leisten, um die Situation besser zu machen. Und tolle Tochter, also Sie gucken sozusagen, wo sind die positiven Sachen? Ja, positiv, ich gucke einfach, wo ist das, was das Leben sinnvoll macht. Mhm. Ja, so. Wobei ich dazu auf die Gefühle noch eingehen, weil was Sie vorhin sagten, da wollte ich noch darauf eingehen etwas. Ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel auf Wiederentdeckung echter Gefühle, geht ein ganzes Kapitel drum, und es ist genau das, was Sie beschreiben, was ich in meinem Coaching auch mache. Sie sind deshalb nicht Opfer und leiden sozusagen, weil Sie das Gefühl annehmen und dann aber in Ihrem Leben damit agieren. Und ein Leid an jetzt den Zuständen, ob der Mann krank ist oder was auch immer, wäre festgesetzte negative Gefühle. Also wenn wir ein Gefühl nicht zulassen, dann bleibt es stecken und dann wird es zum Leid, zu einem, im Amerikanischen gibt es einen schönen Ausdruck, das ist weißer, also schwarzer Schmerz, schmutziger Schmerz. Schmerz ist etwas Menschliches, sehr sinnvoll, wenn wir es zulassen. Mhm. Wenn wir aber an einer Sache festhalten, die einfach nicht realisabel ist, also dass wir jetzt zum Beispiel wünschen, ja, hätte er doch gar nichts oder wäre er nur gesund, dann hätte, könnte, wollte, nimmt man die Realität nicht an und dann gibt es dieses Leid, was Sie beschreiben, was Sie nicht mögen. Und wenn man also, das annimmt, das ist dann auch dann ein ist Leben das auch im Konjunktiv. Ja, richtig. Das ist nicht real. Richtig, ja, richtig, vollkommen lernt richtig. Man nicht, also ich verstehe das schon, im Konjunktiv leben, das ist verschwendete machen Zeit. Viele. Machen viele. Aber man lernt doch auch aus der Vergangenheit. Also deshalb so ganz den Konjunktiv. Ich habe das vorhin schon gesagt, mein Leben ist ein lebenslanges Lernen. Und Lernen meine ich wirklich im Sinne von Lernen. Das heißt reflektieren. Ich habe eine Freundin, eine meiner besten Freundinnen, vor vielen Jahren, schon fast 20 Jahre jetzt her, auch an Krebs verloren. Ich habe sie 2 Jahre begleitet. Und das war eine ganz tief einschneidende Erfahrung für mich. Und zwar im Sinne von, das war damals eine Krise, weil damals hatte ich diese Ressourcen noch nicht. Das heißt, ich musste mich auf die Suche nach diesen neuen Bewältigungsmöglichkeiten begeben. Und ich habe es bewusst getan. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe sozusagen mit dem Rücken an der Wand gestanden und gesagt, was ist das Leben? Und das, dieses Reflektieren, dieses, und zwar hier, deswegen bin ich mit den Gefühlen, und bin ich immer so ein bisschen, aber wir dürfen nicht so auf dem Gefühl rumhacken, in Anführungsstrichen. Wir müssen auch unseren Verstand dafür einsetzen. Nein, das gehört zum Reflektieren und zum Erfahren auch dazu. Ich weigere mich sozusagen immer diese, ich weiß, da können wir uns jetzt streiten, die Sendung ist wahrscheinlich eh gleich vorbei. Nein, finde ich interessant. Also für Gefühle, mich ist, Verstand, für ich glaube, beides spielt eine Rolle. Beides, also es ist beides, natürlich. Ich sage ja, ich lasse Gefühle zu, aber ich reflektiere sie hier auch. Ja. Und ich reflektiere auch mein Verhalten damit. Und das ist oft so, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich beschäftige mich mit ganz anderen Klientelen, sage ich mal, und zwar mit Leuten, die Blockaden haben oder Verhaltensmuster haben und die nicht wissen, woher sie kommen. Das heißt also, klare Beispiele, eine Frau, die kommt und sagt, ich bringe nie was im Leben zu Ende und das seit ich jugendlich bin, ich weiß nicht, woher das kommt. Ein Mann, der sagt, ich werde immer autoaggressiv, wenn ich konsequente Entscheidungen treffen muss. Woran liegt das? Da kommen wir mit unserem Verstand nicht mehr dran. Da müssen wir dann ins Unterbewusstsein und da gibt es viele Methoden, wo man eben, ich rede ja jetzt über meine Art von Arbeit, die ja auch, wie gesagt, Erfolg hat und auch, glaube ich, ihre Berechtigung hat. Und das ist eben das Interessante an uns allen, dass jeder verschiedene Ansätze hat und jeder seine Berechtigung hat. Und für jeder Coach trifft seinen perfekten Klienten. Und meine Aufgabe ist es zum Beispiel, die Blockaden und Verhaltensmuster, die eben nicht im Gehirn und mit Business-Technik lösen,
Herausforderungen zu lösen sind, zu erspüren mit dem Klienten, ihm zu helfen, das zu erspüren und dann zu lösen. Also es ist schön, wenn man sagen kann, wenn es am schönsten ist, muss man aufhören. Ja. Also es ist eine interessante Diskussion. Ich hätte auch noch 1000 Fragen an Sie, mindestens. Wir hätten noch 2000 Antworten. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ganz spannende Gesprächspartnerin. Mhm. Hat mich richtig gefreut heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Ganz viel Gesundheit für Ihren Mann. Dass das alles vielleicht ja doch gut ausgeht. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bleiben Sie dran, es bleibt weiter interessant. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.